Oh Gott! Alter! Hallo! 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 Oh, hallo! Oh, hallo! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Moinsen, Kinders, und willkommen zur nächsten Folge von Dark Souls 2. In der letzten Folge haben wir den Rattenkönig weggemacht und heute schauen wir mal in das nächste Gebiet. Und zwar hat Angelos mir gesagt, dass ich hier zu, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ich glaube Schattenwald gehen soll und dann in das Nebelgebiet hier vorne, upsala, und dann mich links halten, aber immer geradeaus. Und das machen wir jetzt mal, um zu gucken, ja, wo wir denn da so landen. Und ich weiß, hier sind ganz viele Viecher. Und der Baum hier, der wird die alle anlocken. Upsala, da sollte ich vorbei. Immer links halten. So, und vorhin hatte ich nochmal den Schatten, den Schattendämon, sei schon, den Schmelzerdämon versucht. Ah, okay, jetzt sind, hier ist was Neues. Das kenne ich noch nicht. Den Schmelzerdämon versucht. Aber ich habe es nicht geschafft. Geht da weiter. Oh, das schaut hier so aus, als ob irgendwo hier so Wände sind. Wie ihr vielleicht seht, ich bin ein Phantom. Ich habe durch das Abgeben von den... Oh, der hockt wer? Hallo. Von den seidenen Steinen einen Ring bekommen. Ich glaube, weißer Ring ist das. Und dadurch wird man ein Phantom. Okay. Was ist das? Sieht interessant aus. Springen. Phantom voraus. Ja, den sehe ich. Oh ja. Was hatte der vor? Warum hat er hier immer gegen gehauen? Den haben wir geschafft. Wer macht da komische Geräusche? Okay. Schaut das hier nicht so sicher aus, alles. Magiebolzen. Da kommen wir nicht durch. Oh oh. Oh Gott. Ah, die Dinger verfluchen einen, ja. Die. Die da. Die Vasen. Vielleicht treffe ich den ja von hier. Ja, gut, jetzt kann der mich schon mal nicht mehr verfluchen. Ah, hier geht's weiter. Das hört sich ganz komisch an. So. Ah, da ist auch einer versteinert. Der da. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich den befreien soll. Den Magga hier. Weil ich habe noch genügend Duftzweige und ich kann mir auch noch einen kaufen. Da geht's nicht weiter. Ach, da geht's auch nicht weiter. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ging gerade schnell. Hä? Noch einer? Vielleicht ist da oben einfach noch einer drauf. Ah, da oben, ja. Das Phantom. Oh Gott, hier ist ja auch wieder Verfluchung. Das ist ein sehr spannendes Gebiet. Oh, ich habe... ja, so ein Anti-Versteinerungs-Ding. Wo kommt der her? Oder ist da auch wieder einfach einer drin? Nope. Ein Anlebenstein. Ist gut. Ach, den kann man ja nicht targeten. Nee, ich dachte gerade.
Das ist ein blödes Gebiet. Verfluchungsdinger und dann noch die Phantomdinger. Aber wenn das hier, upsala, wenn das hier ein neues Gebiet ist, dann frage ich mich, warum hier kein Bootfeuer zu Anfang gleich ist. Hello there. Diesmal gehe ich. Achso, warte. Von hier. Und dann einfach. Da kann ich rüberspringen. Geschafft. Sehr gut. Machen wir den schnell weg. Ah. Da hockt wer. Hallo. Ist hier noch runter? Da geht's in den Tod. Ah, da komme ich ja nicht durch. Also ich muss schon da oben irgendwie längs. Der schaut so aus, als ob hier eine... Nee, Luftzweig will ich nicht benutzen. Ach, da ist das Bonfire. Sag das doch einer. Das war ja fast nicht versteckt. Ach so, stimmt. Hier vorne links, da oben ist... Ich verfluche so ein Ding. Oh, da kann ich einfach mal Nebel hinschmeißen. Oh ja, das Guide. Sehr schön. Der wird jetzt verrecken. Hoffentlich langt das. Aber langt. Das langt. Das langt. Noch ein Piekser. Fertig. Sehr gut. Ah, da unten hockt noch einer. Sehr gut. Sehr gut. Der wird jetzt auch kaputt gehen. Sehr gut. Ach ja. Empty? Warum laufe ich da nicht hin? Riese. Das ist doch gar kein Riese. Doch, da. Nochmal ein Fahrerstab. Oh, da geht's weiter. Freund voraus. Deshalb versucht dringen. Freund voraus. Ruhig bleiben, kurz gesagt, Ring wird bitte. Oh! Brauche ich hier vielleicht den einen Ring, wo ich Sachen mithören kann? Da, macht Stimmen von Gegnern hörbar. Tatsächlich. Freund voraus. Human, are we? This is no place for you. Be gone. Are you not afraid of me? Humans rarely come here. Those who do turn back when they see me, or make an attempt on my life. But you. Different. We once had a master. He created us long, long ago. But he was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked and became fully mired in hatred. Eventually, he drove himself mad. It was at the peak of this madness that he conjured up we strange creatures. Our master was a tragically lonely soul. Eventually, his solitude eroded his very reason. In the end, he never understood what it was that he truly lacked. Nobody knows when we were born, or where our master has gone. The only ones who even speak a human tongue are myself and my better half. I wish to ask a favor of you. Once, I always found her at my side.
Burst. She became violent, raging uncontrollably. Eventually, she came after me. We've been locked in combat ever since. We seem to be at a standstill. The wounds we exchange are never lethal. I was born of my master's madness. Perhaps this is some... I will be sure to assist you in return. Okay, also müssen wir seine Frau wegmachen. Liegt er... upsala. Liegt im Nebel. Mein Name war Tag. Das ist alles, an das er sich erinnern kann. Okay, jetzt sagt er mir das gleiche. Okay, wir müssen seine Frau wegmachen. Hurra für arme Seele. Da hockt er irgendwie drin. Warte. Zunge, aber Loch. Okay, gut. Gut zu wissen. Wo geht's hier hin? Versuch Gegenstand und dann Hurra für Rüstung. Geist, aber Hurra für Freund. Okay. So, also von dem müssen wir jetzt die Frau wegmachen. Unten können wir noch weitergehen durch den Duftzweig. Ich nutze hier mal den Duftzweig, weil... Oh, der macht richtig Schaden. Und der kann Hexerei ab. Oh, und wir brauchen unbedingt mal Lebenssteine. Phantom. Boss voraus, kurz gesagt. Zäher Feind voraus. Oh, hallo! Alter! Was bist du denn? Hilfe! Hilfe! Warum hilft er mir nicht? Ah! Der kann keine Treppen steigen. Doch, kann er doch. Kann er doch, kann er doch. Leute, er kann Treppen steigen. Aber finsteren Nebel kann er nicht ab. Ach, du ahnst es nicht. Alter, was machst du denn? Ich bin gefangen. Hilfe. Oh, den schaffen wir. Ja. Glück gehabt. Vengals Rüstung, Vengals Handschuhe und Stiefel. Na, hier gibt's keine Illusionen und ich ziehe die Rüstung wieder aus. Das schaut ja nicht aus. Wir sind ja Hexer. Freund voraus. Hurra für Leichtsinn. Irgendwo ist hier einer. Ah, da unten. Stimmt, da unten ist der Typi, der uns den Kopf gegeben hat. Und wo kommen wir hier hin? Ich will jetzt auch nicht die Duftzweige verhauen, ne? Aber wenn ich hier schon... Was steht denn da? Gut drüber nachdenken, deshalb nicht hier. Okay. Okay, wir gehen nochmal zurück. Aber das hat jetzt irgendwie noch nicht so viel gebracht. Hast du was Neues? Okay, ne, sagt er nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade einen Fehler begangen haben, indem wir den Duftzweig dahin gemacht haben, benutzt haben. Weil das führt uns ja in die nächste Sackgasse. Oh, da sind noch ganz viele Sachen. Das Ding schaut gefährlich aus. Das habe ich immer noch nicht, das Flüstern der Verzweiflung. Das habe ich noch nicht verstanden, was das genau ist. Oh, da sind ganz viele.
Okay, dann muss ich ganz schnell sein. Oder ich werfe einfach... Oh Gott! Hallo! Ha, lauf da rein. Danke. Da verreckt er jetzt so langsam. Oh, da können wir zur Truhe hin. Geschafft. So, jetzt mache ich das ganz schnell. Jetzt wieder abwarten. Ah, da ist so ein Verfluchungsding wieder. Oh Gott! Alter! Hallo! 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 Oh, hallo! Oh, hallo. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, jetzt sind wir hier. Huh. Junge, da habe ich mich aber meist echt weg. Richtig erschrocken. Verzweiflung, kurz gesagt Traurigkeit. Hä? Hexergewand in Gefahr. Oh, oh. Hallo. Oh ja, oh ja, oh ja. Da müssen wir drauf aufpassen. Da hatte ich jetzt aber auch nicht verschlossen. Da hockt wer hinter. Seht ihr das? Ha. Oh, hallo. Glitzer-Titanit, das ist immer gut. Das schaut aber so aus, als ob man die kaputt hauen kann. Nö. Ich möchte wissen, was dahinter hockt. Das schaut er doch durch. Und das schaut so aus, als ob man die kaputt machen kann, weil die so schon kaputt ausschaut. Aha. Kommt man hier jetzt nicht wieder raus? Nee, ach, da kommen wir wieder raus. Ah. Dann müssen wir wieder durchlaufen. Aber wie komme ich jetzt zu der Tuse dahin, die da drin hockt? Gut, dann gehen wir da wieder hin. Ich würde mich ja gerne ans Leuchtfeuer setzen. Aber dann spawnen wir halt wieder alles. Und da habe ich keine Lust drauf. Also lassen wir das mit dem Leuchtfeuer. Ziehen den aus. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz hinüber. Lebenstein. Lebenstein ist immer gut. So, da vorne hängt noch ein Gegner, so ein kleiner. Ah, da bist du. Das Ding macht Hexerei-Kram. So. Haben wir den auch. Oh, hallo. Huh. Oh, 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 oh. Wo passiert... Ah, da in der Ecke passiert das. Aber da ist nichts Besonderes. Okay, eine Truhe, aber... Die lächelt mich jetzt noch nicht ganz so an, die Truhe. Oh, hallo. Was du hier? Just wait. I remember you. Don't you scare me like that. I thought you were him. That bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. I'm gonna find him and settle the score. Nobody insults me like that. For the good of the world and for my own honor. I won't let that bastard live another day. For the good of the world. Ich frage mich, von wem er jetzt da redet. Seele und nochmal Gewürz. Felsbrocken voraus. Da hinten hockt noch so einer, den man...
Das war knapp. Achso, hier wäre man sonst runtergefallen. Da hockt noch so einer. Und da hoch? Nee. Oh, da ist noch einer. Ah, komm, warum machst du das? Oh, oh. Ja, den muss ich doch im Nahkampf wegmachen. Nimm mal einen Lebensstein. Und jetzt geht's los. Sehr gut. So, da können wir... Ja... Gibt es hier noch Feines? Oh, das ist so ein normaler Gegner. Da. Aber der macht ja richtig Schaden. Oh ja, der macht richtig Damage. Aber er ist halbwegs langsam. Der hält Hexerei aus, was nicht gut ist. Vielleicht können wir den backsteppen. Oder einfach so wegmachen, das ist auch gut. Oh, hallo. Nein. Schnell was trinken. Schnell, 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 schnell. Puh, Glück gehabt. Also jetzt wird's hier langsam... Warum ist er so golden? Pharos und nochmal eine Seele. Nicht aufgeben, Hülle. Warum bist du so golden? Das war nicht. Enges Gebiet voraus. Oh. Oh oh. Puh. So, wir haben nichts mehr zum Heilen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ah doch. Den haben wir noch. Ah, und die göttlichen Segen auch. Den befreien wir nicht, weil da gibt's nichts. Hä? Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da unten ging's nicht weiter. Dann kann's hier nur noch weitergehen oder... Oh, hallo. Ah, da ist wieder so einer. Ist er hinter mir? Nee, gut. Ah doch, der ist gerade runtergefallen. Oh oh. Jetzt muss ich wieder so einen göttlichen Segen nehmen. Nein!
Okay, das war's mit göttlichen Segen, aber wir haben das. Och Mann, ey. Da sind so viele Viecher und da kommt man nicht weiter. Also müssen wir vielleicht doch den einen da befreien. Mit dem Duftzweig. Da wo es hieß, hier nicht. Weil da kommen wir nicht weiter. Den lassen wir mal da. Also wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Erstmal hole ich mir meine Seelen wieder. Lass mich durch. Okay, das ist keine Mimik. Das ist auch schon mal gut. Und jetzt kommen wir nicht weiter. Titanitbrocken und fossiler Drachenknochen. Da ging es ja nicht weiter. Das Einzige, wo es jetzt halt noch weitergehen könnte, ist da, wo man... ja... den Duftzweig für benutzen muss. Dämmerungskraut. Genau, dat, die Dinger, die brauchen wir. Ah. Vielleicht ist da jetzt ein Schlüssel drin, wodurch wir die eine Tür aufmachen können. Nee. Gut. Was machst du hier? Hallo. Oh, verkauft er mir Hexerei-Sachen? Okay, der macht jetzt einfach mal weiter. Und nu? Also ich stecke hier ein bisschen fest, Leute. Ich weiß nicht, wohin. Hey, jetzt sind da ja Figuren. Die sind neu hier, jetzt die Figuren. Was macht ihr hier? Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir hier rein? Ist verschlossen, aber dahinter... da befindet sich ja wer. Da ist ja wer. Wie komme ich da rein? So, und die Dinger, die wurden auch bewegt, weil vorhin standen die da in den anderen Raum noch. Es ist zum Mäusemelken, genau. Unmöglich. Komm, wir gehen nochmal zu den einen Typi hin. Befreien den einen. Weil das macht ja nichts. Yep. Hallo. Ja, ist gut. Okay, die sind gar nicht so schwer. Ich hoffe jetzt mal, dass der eine Große da nicht mehr hockt. Okay, nee, der ist nicht mehr da. Sehr schön. Freund voraus. Ne, da wird es nicht längs gehen. So, ich versuche... Es kann ja nur noch hier längs gehen. So, bevor der mich jetzt hier angreift. So, sehr schön. Oben. Oben? Ah. Dark. Yep. Das war's mit oben. Oh, da ist was Größeres. Den werfe ich mal so ab. Das ist sehr gut. Der tickert jetzt runter. Ah, ich greife ihn mal an. Schaden kann's nicht, der wartet da ja auf mich, einfach. Bedauern voraus. Okay, der ist schon mal weg. Da hinten ist unser Bonfire. Da ist nix. Hallo. Etwas Erstaunliches. So viele Seelen. Her. Edler Knochenstaub. Okay. Oh, das ist gut. Da können wir, glaube ich,
unsere Sachen mit verbessern. Da, ah, da kommen wir jetzt nach unten. Ne, ich glaube, das hat sich nicht so richtig gelohnt. Weil hier geht es ja auch nicht weiter. Da können wir rüberspringen. Und von da denn... Sind wir drin? Ja, tatsächlich. Hellebarde, die wir nicht nutzen können. Ah, nee. Ah, okay. Ja, gut, hat sich nicht so richtig gelohnt. Das heißt jetzt aber auch, wir kommen hier nicht weiter. Da unten ist das. Vielleicht geht's da ja noch weiter. Nee, da kommt man nicht rüber. Hm. Also es scheint so, dass ich mich hier komplett verlaufen habe. Mit dem können wir reden. Aber es gibt keine Wand, die wir aufmachen können. Also noch was Neues zu sagen. Nein. Ja, er lacht hier. Okay, jetzt können wir raus. Lass mich raus, lass mich raus. Danke. So, aber jetzt müssen wir irgendwie... da ja weiterkommen. Irgendwo. Oder halt... oder geht's hier noch weiter? Nee. Stimmt, da stand ja zwei. Und einer hockt da noch neben. Also ich weiß nicht, wo es weitergeht. Hier unten geht's ja auch nicht weiter. Weil ich brauche hier irgendwie einen Schlüssel. Oder brauche ich jetzt noch einen Duftzweig, dass ich die Truhe aufmachen kann? Und da ist denn der Schlüssel drin. Da unten geht's ja zu unserem Kumpel. Oder geht's nirgendwo hin? Hm. Also Leute, ich habe keinen Plan. Der da oben sagt ja auch nichts. Der sagt ja auch nur, hallo. Und... jetzt ist er weg. Gut. Also ich bin raus, Leute. Ich habe keine Ahnung. Hier geht's ja auch nicht weiter. Ja, kein Plan. Ich gehe jetzt wieder zum Bonfire. Beziehungsweise ich mache einfach so einen Knochen. Nee. Ach komm. So. Das wollte ich machen. Ich habe keinen Plan, wo es da weitergeht. Ich finde da nicht, keinen Weg mehr. Das Einzige, was ich mir halt noch vorstellen kann, ist, dass ich den einen Typen da befreie. Entweder den oder halt den anderen, der da hinten weiter ist und eine Truhe, ja, nicht beschützt, aber halt versperrt. Gelobt sei die Sonne. Das kann ich mir noch vorstellen, dass es da noch irgendwie dann weitergeht. Und dass da, wo der vorstellt, eine Illusion ist. Aber sonst weiß ich jetzt auch nicht weiter. Erstmal müssen wir jetzt zum Schmied wieder hin, weil meine Hexerei-Rüstung ist ja komplett hinüber. Ansonsten weiß ich auch irgendwie nicht weiter. Hm. Bisschen ärgerlich. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Bon. Na, erstmal repariere ich hier den Kram bei dir. Wie teuer ist denn das? Oh, gar nicht so teuer. Gut, den können wir das Zeugs gleich wieder anziehen und uns wieder Lebenssteine kaufen. Aber ich frage mich halt, wo es da denn weitergeht. Gut, aber das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Vielleicht finde ich ja doch einen Weg. Oder ihr schreibt mir das in die Kommentare. Gut, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.